2 Stunden sind wir schon dran. Kriegt sie gar nicht. Wollen wir anfangen, oder? Ja, los, fang an. Hallo, liebe Xbox Sigma-Fans, zu einem neuen Video bei Mini Paradise. Wir haben alles gegeben. Nicht nur wir zwei, wie hier stehen, sondern auch unser kleines viereckiges Gerät, was sich bei uns unter der Ladentheke befindet. Das hat gequalmt aus allen Nähten, das kann ich euch sagen, aber Live-Video ist mit der Maschine leider nicht mehr möglich. Wir haben alles probiert, wir waren noch mal kurz da. Nur die Kamera wollte nicht mit und... Alle 15 Sekunden Verzögerung, ja. Ja, und dann haben wir geredet und dann waren wir wie so Roboter, die von oben nach unten gegangen sind. Ja. Oder wie die so Treppen runtergelaufen sind. Und 256 Farben nur. Genau, wir haben eingestellt auf Rot, Weiß, Schwarz nur. Und Blau, damit das Basketball-Trikot drauf ist. Nein, Quatsch. Also ich habe alles probiert, das ging einfach nicht. Leider, wir hatten es kein gemacht, also müssen wir dann doch schneller unsere neue Maschine hierher holen. Komm mal ein bisschen mehr vor die Kamera. Echt jetzt? Ich bin schüchtern. Ein bisschen mehr vor die Kamera. Wir müssen unsere neue Maschine herholen und da haben wir uns halt überlegt, gerade auch, weil wir es jetzt in anderen Gesprächen schon gehört haben, dass auch vielleicht auch so Podcasts vielleicht ganz cool sind. Finde ich auch cool. Vielleicht ist das halt eine neue Idee, wie wir dann von zu Hause aus so mit 2 Bildern und Kameras so einen kleinen... Was kriegst du hin? Ich muss es ja bei mir installieren und bei dir. Dann machen wir, wie heißt das? TeamViewer? Heißt das TeamViewer? Oder auf meinem PC? Ja. Kann man coole Sachen machen. Ja. Auf jeden Fall ist das so eine Überlegung, was wir machen können. Gerade wenn solche Laberrunden vielleicht ganz interessant sind. Ne? Wir haben ja solche eine Buschfunk-Serie, die ist aus meiner Perspektive richtig cool, aber wir finden da nicht so oft derzeit zusammen, dass wir das aufnehmen könnten. Aber vielleicht können wir das dann von zu Hause. Ich glaube, das hat Potenzial. Live machen, ne? Und dann könnten wir halt auch den Computer gleichzeitig streamen und halt uns beide. Und dann könnten wir halt immer das Bild mit zeigen, wenn wir jetzt über Armeelisten, über neue Gerüchte sprechen wollen. Und das Coole ist halt bei dem Ganzen aus, dass wir es vielleicht echt versuchen würden, irgendwie als Live-Video zu machen. Finde ich persönlich cool, weil dann können wir nämlich euch immer direkt auch mitnehmen und mit euch gemeinsam dann über die Sachen diskutieren, die uns so durch den Kopf schwören und die vielleicht bei euch so auf dem Kopf rum oder im Kopf rumgeistern. Und außerdem ist es cool, wenn wir dann in unserem monatlichen Rhythmus unsere neue Meta-Liste vorstellen mit der Priorisierung von uns, welche Armeen gerade im Ranking ganz weit oben sind. Manu ist da ganz fleißig gerade unterwegs. Der hat schon so ein kleines Template entworfen, um dann so eine Tiereinstufung zu machen von unserer Seite aus, welche Armeen gerade verschiedene Ranking haben. Und da wollen wir ein bisschen drüber diskutieren und dann vielleicht auch mit euch gemeinsam diskutieren, was ihr so findet, was ihr für Meinungen habt. Und das sind natürlich immer alles Momentaufnahmen. Das Schöne ist, dann können wir auch ein bisschen so den Verlauf von den Listen oder Armeebüchern uns angucken. Aber das ist nun mal so viel, gerade schon wieder komplett abgeschweift. Ja. Aber wir wollen eigentlich heute über das Turnier sprechen, wollten wir und tun wir jetzt auch, weil wir haben, heute ist Mittwoch, ja? Und wir haben am Samstag, also quasi vor 4 Tagen, das AOS-Turnier, unser zweites. Zweite AOS-Turnier, organisiert, durchgeführt, veranstaltet. Und sage und schreibe 40, also im Endeffekt 40 mit 42 sind wir ins Rennen gegangen. Dann haben wir noch eine Absage und unser kleiner, süßer Springer Nils konnte dann halt auch nicht mitspielen. War auch gut so, ehrlich gesagt, weil wir jede Menge Unterstützung irgendwie noch gebraucht haben. Wir haben vorher mit 10 angefangen, dann hatten wir mal 12, dann hatten wir 18, dann 28 und jetzt unser 5. Turnier, 2. von Mini Paradise. Mit 40 Leuten, dann sind wir dann doch irgendwo organisatorisch an unsere Grenzen gekommen. Heftig. Aber das haben, glaube ich, die ganzen Leute, die vor Ort waren, gar nicht mitgekriegt, wie schwierig das alles ist. Weil auf den Tischen, Manu, da sah es gut aus. Also gut ab. Unsere Spieltische, muss ich ehrlich sagen, die waren die auch gut. Die waren, das ist jetzt kein Eigenlob oder so, ne? Ohne Scheiße, aber die Spieltische waren geil. Also ich hätte, es gab vielleicht einen Spieltisch, glaube ich, wo die Nörgelmatte war, wo... Ja, da fehlt uns, das ist die neueste Matte, da fehlt noch das Gelände. Ja, da fehlt das Gelände. Das war jetzt kein Mülltisch, da standen halt Gehwegelände drauf. Aber ansonsten war alles echt recht stimmig und cool aufgebaut. Und da haben sich unsere ganzen Helfer, will ich jetzt mal nicht mal sagen, sondern unsere ganzen Community-Mitglieder, ob Patti, ob Asmir, Marius, Nils, Eloy, die waren da alle richtig, richtig involviert am Vorabend. Und du auch. Mhm. Und wir haben alles cool aufgebaut. Also der Vorabend war schon... 5 Stunden. 5 Stunden Aufbau. Ja. Stimmt. Wir mussten die ganzen, das war halt richtig cool, durch die Hilfe vom Schmalli, Hendrik, über den wir die Halle dann irgendwie so über Kontakte bekommen haben,
haben wir dann mehr oder weniger dann auch von ihm die Unterstützung bekommen, dass wir halt richtig viele Tische reinbekommen haben. Er war auch am Anfang ein bisschen skeptisch, er hat gedacht, wir kriegen da viel, viel mehr Tische rein, aber solche Spieltische von Warhammer, da braucht man schon eine große Tischanzahl, ne? Da muss ja auch Platz rundherum sein. Genau, das hat er nicht mit einberechnet, den Platz, der nebenherum, dass man ganz normal einmal rumlaufen kann. Ohne dass sie mal anstoßen. Also man kann da auch mehr reinkriegen, aber uns persönlich ist es wichtig, dass die Spieler sich auch ein bisschen entfalten können und auch links und rechts ein bisschen Abstellfläche haben. Ich habe lieber weniger Tische und alle können irgendwie ordentlich spielen und haben halt auch Platz, wo man halt auch mal die Armeebücher und die Würfel und die Trinkflaschen und was auch immer alles hinstellen kann. Das ist schon wichtig und das ist auch cool, das haben wir gut gemacht. Und es war halt alles auf einem Platz. Das war halt früher, wo wir auf den Locations, wo wir waren, immer nie so. Da hatten wir unterschiedliche Räume, wo die Spieler halt spielen konnten. Und ich glaube, wenn man irgendwie so ein Raum war, wo nur zwei Tische waren, dann hat man von diesem ganzen Geschehen nicht mitbekommen. Ja, ist halt schade. Aber wir entwickeln uns ja auch, muss man dazu sagen. Unsere Kurve geht gerade in dieser Turnier-Organisationsszene nach oben schon. Ja, schon. Einzige, was mir wirklich Kritikpunkt ist, die Anzahl, dass du kein richtiges gutes Ergebnis hattest. Das hat mir so, muss ich wirklich Kritik, dass das für ein Tagesturnier zu viele Teilnehmer sind. Ja. Es waren 40 Teilnehmer, 3 Spiele hat jeder. Mehr geht auch nicht, man kann nicht mehr Spiele an einem Tag machen. Nee, vom Zeitlichen geht das auch nicht. Nee. Wir waren uns jetzt noch bewusst, dass das zwar nicht funktioniert, um jetzt aus richtig kompetitiver Sicht ein richtiges Ranking zu machen. Wir hatten jetzt am Ende 5 Spieler mit 3 Siegen. Genau. Wir hatten 5 Spieler mit 3 Siegen. Eigentlich müsste es dann so ein bisschen weitergehen, dass die halt untereinander spielen, bis man dann so einen richtigen ersten Platz hat. Aber das geht halt nicht. Dessen waren wir uns auch bewusst, dass das nicht geht oder nicht gehen kann. Aber allein aus dieser ganzen Hochrechnung, ne? Eigentlich kann man nur mit 16 Leuten richtigen ersten Platz ermitteln, wenn man in diesem Schweizer System nach oben geht. Aber beim nächsten Mal werden wir versuchen, wahrscheinlich 32 zu machen als fixe Zahl. Man muss ja halt dazu sagen, auch 40, es ist halt auch eine Atmosphäre. Ne? Man kommt da rein, es sind 20 aufgebaute Tische und 40 Leute stehen dahinter und spielen. Und links und rechts sind um dich rum und du guckst überall hin, egal wo du hinguckst, sind irgendwelche Armeen. Überall werden Figuren geschubst. Ja, geschubst. Das ist schon cool. Das ist auch von oben cooler, so als aus Orga-Perspektive, so alles aufgebaut und voll viele Leute, die halt voll dabei sind und Spaß haben. Das macht schon Spaß zuzusehen, organisieren und das haben wir jetzt schon wahrscheinlich in ganz vielen Videos immer gesagt. Das ist aber auch gerade und deshalb so toll, weil die Szene halt einfach so toll ist. Die Menschen, die jetzt zu uns gefahren sind aus ganz Deutschland, mehr oder weniger. Ne? Aus allen Richtungen. Berlin haben wir den Bank bei uns gehabt, aus München haben wir den Frank gehabt mit seinem Sohn. Osten, die Leipziger. Die Leipziger mit einer großen Gruppe, 4 Leute. Dann haben wir auch Bochum die Ecke. Ja, die ganzen Kellerkinder, Würfelgötter, waren ja alle. Weinheim, Sindelfingen. Und ein, ich will nicht sagen Ehrengast, das stimmt ja nicht, aber einen besonderen Gast hatten wir aus der Schweiz, mit dem haben wir auch noch in unserem großen Review vom Robert noch so ein kleines einzelnes Interview geführt. Ariel. Nicht Alariel. Nein, nicht Alariel. Ariel. 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 Ariel, glaube ich. Ariel. Super sympathischer Kerl, ne? Der ist extra von der Schweiz. Was heißt extra aus der Schweiz halt gekommen, um halt in Deutschland bei uns jetzt mitzuspielen. Ich weiß gar nicht, bei wie vielen anderen Turnieren der war. In Deutschland weiß ich jetzt gar nicht, habe ich ihn nicht mehr direkt gefragt, aber super cool, ne? Dass das auch schon so weitreichend war. Müssen wir drauf aufbauen und immer weitermachen und immer ziehen. Aber das war, also das ist halt ein geiles Gefühl, ne, was für uns jetzt einfach mal war, wenn da wir sehen, dass das so zu, ja, so viel Anerkennung war. Ja, Zuspruch, war schon gut, wo ich das gelesen habe. Das motiviert, muss man halt ehrlich sagen. Das motiviert. Wir haben halt echt klein angefangen vor 3 Jahren. Mit echt, wo wir 12 Teilnehmer hatten, haben wir am Vortag noch 3 abgesagt, dann haben wir gerade so 10 oder so. Ja. Aber das Geile ist, und dafür müssen wir jetzt auch mal wieder über die Kellerkinder sprechen, die jetzt ja so gegründet sind. Von denen sind von Anfang an viele dabei. Der Stefan. Stefan, Truss. Christian, genau. Also die beiden waren, glaube ich, auf unser allerersten Turnier schon dabei. Und die sind jetzt, glaube ich, bei jedem Turnier von uns dabei gewesen. Ich weiß nicht genau, ob jetzt noch mehr dazu zählen. Müsste ich die Listen mal durchgehen. Tobias und Sebastian waren ab dem 2. Genau, Falkowski. Ja, Fist auch ab dem 2, glaube ich. Ja. Tobi 77? Ja, Tobi ist, glaube ich, erst ab dem 2. gewesen. Aber Schwass und Stefan waren, glaube ich, seit 1 dabei. Und weißt du, wer auch seit 1 dabei ist? Der Sascha. Stimmt. Oh, Sascha. Richtig, da war auch schon. Und der hat mit Korn und Free People, glaube ich, auch. Ja, stimmt. Der ist auch seit Anfang an dabei. Schon Wahnsinn.
Das war schon cool, das macht richtig Spaß. Und das haben wir auch da vor Ort gesagt, es ist wie so ein Klassentreffen. Ne? Man ist jetzt nicht keine extrem lange Tradition, aber eine Tradition, die besteht und die existiert, wo man sich einfach nicht regelmäßig, aber man sich immer wieder freut, viele bekannte Gesichter einfach wiederzusehen und dann über so das Hobby zu philosophieren und deswegen, einfach Fach zu simpeln. Deswegen fahre ich auch ziemlich viel rum, weil ich die Leute auch sehen will. Nicht nur wegen der Zockerei und wegen Platzierung oder irgendwas, sondern weil ich auch mal wieder die Leute sehen will, die ich seit 3 Jahren auf Turnieren mitbegleiten. Ist ja nicht nur, dass es jetzt so reines Hobby verbindet, man lernt sich auch persönlich dann gut kennen und hat ein bisschen Kontakt miteinander und diskutiert dann auch mal, vielleicht sogar über Facebook oder mittlerweile haben wir sogar viele WhatsApp-Gruppen mit den Leuten so zusammen, ne, wo man über sowas ein bisschen diskutiert und anfeuert und wenn jemand sich neue Armeen kauft, dann beglückwünscht und so, ist schon, schon cool. Das Hobby verbindet da echt auch eine ganz schöne Art und Weise, egal wo man jetzt in Deutschland herkommt. Klar kann man jetzt lokal nur spielen mit den gleichen Leuten von der gleichen Community oder Verein oder Gruppierung. Aber man fährt ja jetzt nicht einfach mal so nach Gelsenkirchen und verabredet sich mit einem auf ein Nachmittagsspiel. Dafür lohnt sich halt die Strecke ja prinzipiell nicht. Und dafür ist halt die Turnierszene wirklich ein cooles Mittel, gerade weil sich da auch Fahrgemeinschaften bilden und man zusammen irgendwo hinreist. Es gibt aber auch Leute, die spielen schon wegen der Platzierung. Ja, die haben wir auch. Die haben wir auch. Ja, die spielen nur wegen der Platzierung. Da gibt es schon mindestens 2. Party im Jens. Und, das ist schon cool. Das macht schon. Ich mache jetzt auch mit. Ja, Gott, Berlin. Endlich mal. Berlin ist meine erste Anlaufstelle. Ja, dann geht's richtig los. Ich habe richtig Angst. Warum? Das wird ein gutes Turnier. Ich habe Angst. Ich bin nicht so ein Turnierspieler. Ich habe immer ein bisschen Spaß. Ich trinke auch mal gerne ein kleines Getränk dazu. Kannst aber, ja. Bengt, du musst auf mich aufpassen, dass mir da nichts Schlimmes auf dem Turnier passiert. Ach Gott. Wenn ich da Letzter werde, fahre ich, das war das letzte Turnier, auf was ich gefahren bin. Du wirst nicht Letzter. Das soll nicht Letzter werden. Wir probieren auch noch dieses Jahr noch ein Turnier zu machen, ne? Ja. Würde ich mal sagen. Wir haben aber auch 2 Optionen. Das. Mal gucken, was, also ganz ehrlich, wir würden es halt auch gerne recht offen gestalten, weil wir wollen so viele wie möglich mitnehmen. Bei uns stehen jetzt 2 mögliche Sachen, also 3 theoretisch. Entweder machen wir ein ganz normales Turnier, wie wir es bis jetzt auch gemacht haben, mit 32 bis 40 Teilnehmer. Können wir ja dann gucken, wie die Sachlage ist. 32 gehe ich mal von aus. Die zweite Sache wäre, dass wir ein Teamturnier machen, wo halt 2 Leute zusammenspielen, 1000 Punkte jeweils. Ne? Ja. Aber ich kenne mich da nicht aus, wie die Teamturnierregeln bisher ich so war sind. Ich war auf einen, ja, es ist halt nichts Besonderes. Dann halt mehr Leute. Wir haben aber dafür schon spezielle Regeln entwickelt, die wir noch nicht sagen, weil die werden dann erst für das Turnier-Pack, Battle-Pack dann zur Verfügung gestellt, falls wir ein Teamturnier machen. Ansonsten behalten wir uns diese kluge Vorgehensweise, wie man ein Teamturnier gestalten sollte, behalten wir uns einfach mal vor. Falls wir kein Teamturnier machen wollten, das haben wir auf dem anderen Turnier jetzt auch gehört, wäre der Wunsch mal, gerade genau, wenn man eine Größe hat, dann könnten wir auch 40 mal machen, wenn wir ein 2-Tages-Turnier machen. Also wenn wir ein 2-Tages-Turnier machen, machen wir natürlich mehr. Noch mehr als 40? Ja. Machen wir mehr, definitiv. Aber es gibt ja auch viele Leute, die sagen, 2-Tages-Turnier ist doof. Ja, man muss es testen. Ne? Wir müssen gucken, wie viele sich dann anmelden, ob das möglich ist, ob sich das von den Teilnehmerzahlen rentiert. Mhm. Bringt ja nichts, ein 2-Tages-Turnier, wenn nur 20 Leute sind, finde ich. Ja. Cool wäre es vielleicht auch, wenn wir es schon hinkriegen würden im Vorfeld mit irgendeinem Lokal, was zum Beispiel Schlafplätze zur Verfügung stellt. Also ich finde auch, wenn wir ein 2-Tages-Turnier machen sollten, müssen wir es ein bisschen länger planen. Ja. Vielleicht. Auch wenn wir sagen, wir machen eins im Oktober, November, haben wir noch. Das ist ja schon bald. Bald. Erstmal ist noch Sommer, 36 Grad draußen. Mhm. Aber es wäre cool, wenn wir beispielsweise irgendwie ein Jugendheim oder ein Hotel oder so sagen, wir hätten eine Partnerschaft mit dem, was jetzt nah dran ist. In Westuffeln, vielleicht gibt es da ja sowas. Ja, wir müssen das sowieso erstmal nach einem Termin fragen, was überhaupt frei ist. Ich habe ja schon Hendrik gefragt. Ich hoffe, der kann mir da bald eine Auskunft geben, wann was frei ist. Das wäre cool. Vielleicht sagen wir auch, hey, wir kommen da mit 50 Leute rein und dann sagen die, ja, ist okay, macht 70%. Vielleicht gibt es ja irgendwie sowas. Ich meine, das ist ja eine Win-Win-Situation, wenn wir auf einmal da mit 60, 70 Leuten übernachten, weil beim 2-Tages-Turnier glaube ich auch, dass halt viele vielleicht sogar wirklich auch ihren Partner, Partnerin mitbringen oder so. Stratos hat zum Beispiel erfreulicherweise für uns jemanden dabei gehabt. Ja, das war ein Glücksbringer. Das war ein Glücksbringer, die beiden. Die waren Gold wert. Mhm. Aber vielleicht gibt es das ja. Kann man ja gucken. Also so 30 bis 40 Schlafplätze bräuchte ich mir dann wahrscheinlich schon.
Ich weiß nicht, ob wir da eine Abstimmung machen sollten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was für euch cooler wäre, wenn ihr sagt, hey, zwei Tagesturnier aus den und den Gründen wäre cool. Oder eben aus den Gründen halt einfach nicht. Weil wenn wir, ich bin halt ehrlich, wenn wir sagen, wir machen zwei Tagesturnier und es melden sich 15 Leute an, dann sage ich direkt, nope. Mhm. Das werden wir dann nicht machen. Genauso beim Teamturnier genauso. Beim Teamturnier genauso. Ich weiß halt nicht, es gibt halt viele Leute, glaube ich, die sind nicht so erfreut über ein Teamturnier und vielleicht auch nicht so viele Leute über ein Zweitagesturnier. Aber eins machen wir. Und wenn wir jetzt das Feedback von euch kriegen, hey, Zweitagesturnier lohnt sich nicht oder Teamturnier lohnt sich nicht, macht bitte ein normales Turnier. Dann machen wir natürlich ein ganz normales Turnier, wie wir es bisher auch gemacht haben. Dann können wir weiter fleißig Mini-Paradise-Pokale sammeln. Können wir auch beim Teamturnier sammeln. Klar, und beim Zweitagesturnier auch. Natürlich. Kann man überall sammeln. Das wird ja natürlich das Wichtigste von allen sein, irgendwann mal. Hoffentlich. Und bei uns kann man dann zukünftig auf einer neuen Seite von uns, auf dem Turnier-Ranking-Seite Pokale sammeln. Da kriegt man so coole Titel, wie man es aus World of Warcraft kennt. Da gab es so coole, war das Sterne, Pokale? Das waren so Ehrenabzeichen. Ne? Und dann hat man 2000 gehabt, dann war man Kürassier und Feldmarschall. Sowas wird es bei uns auch irgendwann mal geben. Und coole Statistiken über alle eure Errungenschaften auf Turnieren. Das machst du. Kündigen wir noch nicht mal so riesig an, aber sowas wird es geben. Aber wir sind hier und das ist da. Hier hinten ist das irgendwo oder hier oben. Muss ich mal schauen. Ist aber auf jeden Fall in Planung. Ich habe auch schon die Vorkehrungen dafür getroffen. Und das System und die Berechnung funktioniert auch schon einwandfrei. Jetzt sammeln wir fleißig Daten und ein Design und dann geht das los. Vielleicht finden wir auch ein paar coole, haben wir schon mal ein bisschen Kontakte geknüpft mit anderen Spielerschaften. Vielleicht lässt sich da auch was Cooles miteinander verbinden, dass wir halt sagen, hey, wir haben eine Partnerschaft mit Osnabrück oder mit Gelsenkirchen oder Bochum, Leipzig. Und dann kann man auf den Turnieren, das ist so ein Pott, ne, die so zusammen als Turnierorga so ein eigenes Ranking macht, welche Turniere man dann besucht, weil die vielleicht die gleichen Missionen, Battle Packs oder ich sag mal Ideologie ne, verwenden für die Art und Weise, wie sie ihr Turnier ausrichten. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Das stimmt. Jetzt frage ich dich nochmal so, ja. Was hat dir an unserem Turnier am besten gefallen? Boah, mit der Frage warst du gar nicht, auf die Frage bist du gar nicht vorbereitet. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Was hat mir am besten gefallen? Wir freestylen heute übrigens auch extrem. Mir hat es gefallen, dass ich, also wie ich ja schon mal gesagt habe, die ganzen Leute wieder zu sehen, die ich seit 3 Jahren kennengelernt habe. Das freut mich immer wieder sehr, seit langem die immer wieder zu sehen, mit denen zu quatschen, auch zu spielen. Diesmal vielleicht nicht, aber im letzten Turnier. Das hat mir sehr gut gefallen. Die Fairness hat mir sehr gut gefallen. Es gab irgendwo kaum einen Tisch, wo es wirklich lange Diskussionen gegeben hat. Die Zeiten wurden auch, finde ich, noch besser eingehalten wie letztes Mal. Waren vielleicht 5 oder maximal die Spielzeiten, ja. War letztes Mal auch schlimmer. Es haben aber auch schon sehr viele Leute, ich kriege kurz dazwischen, auch echt freiwillig gesagt, die hören in der 4. Runde auf oder in der 3. Runde. Also das Feedback kam bei mir oben so an. Ja. Ich persönlich finde es immer ganz schade, aber es ist echt cool von den Spielern, wenn die sagen, hey, wir sind in der 4. Runde, es ist noch 1 Minute oder 2 Minuten, wir lassen das jetzt so und hören auf. Mir tut das immer in der Seele weh, wenn man ein Spiel nicht fertig spielen kann. Ja, das stimmt. Aber lieber so als jetzt noch angefangen und man steht mittendrin oder. Und alle anderen müssen halt warten. Das ist halt dieses. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, ist, alle hatten bemalte Figuren. Es war kaum einer, der graue Modelle hatte. Hat der Marius mitgespielt? Ja, genau. Ja, der hat auch mitgespielt. Stimmt. Alle. Ich sag mal. Nicht alle, aber der größte Teil hat er alle wirklich bemalt. Ich glaube, vom Beast of Chaos Spiel, das weiß ich noch, der hat ein paar nicht bemalt. Beastie hat auch, der Sebastian hat auch ein paar nicht bemalte. Aber ansonsten sieht natürlich auch geil aus, ne? Wenn beide Armeen da voll bemalt auf dem Spielfeld. Ein hoch auf Kontrastfarben, oder? Ein hoch auf Kontrastfarben. Obwohl ich gar nicht weiß, ob da viele Kontrastfarben benutzt werden im Regelfall, aber ist echt cool, muss man echt sagen, sieht auch cool aus, wenn man halt zuguckt. Ist auch für den Gegenspieler ein bisschen hübscher, wenn er da jetzt nicht einmal eine graue Masse sieht. Aber wir sind eine der wenigen Organisationen, die auf jeden Fall diese Bemalaspekte nicht berücksichtigen bei der Gesamtpunktzahl. Bei uns spielt das keine Rolle, ob man jetzt bemalte Figuren hat oder nicht. Klar, gehört das zum Hobby dazu, dass man Figuren angemalt. Aus meiner Perspektive ist halt spielerisch eigentlich nicht entscheidend, ob man jetzt mit grauen Figuren spielt oder nicht. Oder beispielsweise findet man ja irgendwann mal irgendwas nicht, was man eigentlich spielen wollte, hat sich, dann kauft man sich schnell und spielt's. Und dann braucht man auch nicht irgendwie 2 Farben schnell drauf, nur damit es als bemalt gilt, sondern dann kann man sich auch Mühe geben. Und das richtig machen und dann spielt man da was. Und was fandest du gut? Ich fand eigentlich den ganzen organisatorischen Ablauf von allen Leuten zusammen cool. Prinzipiell, dass wir halt alle gekommen sind, trotz der Schwierigkeiten, die wir in Kassel hatten. Wir hatten
eine Demo hier bei uns, wo Leute morgens festgestanden haben und die sind aber auch noch bekommen. Das heißt, wir hatten eine Viertelstunde mit mindestens Verspätung, wenn nicht sogar eine halbe Stunde Verspätung, bis wir angefangen haben. Aber dieser ganze Ablauf von morgens mit Essen, mit dem ersten Spiel, mit Zusammensitzen, mit Diskutieren, danach sind alle draußen gegangen zum Grill, haben ihre Bratwurst gegessen, die übrigens von so einem lokalen Metzger sind, die waren nämlich richtig geile Bratwurst, die haben echt gut geschmeckt. Dann das zweite Spiel zum dritten Spiel, bis zur Siegerehrung, bis zum Best Painted, dass alle Leute, die bei uns sollen auch alle von nach vorne kommen und applaudiert werden, weil sie da waren. Ich finde das persönlich immer ganz schön. Und keiner ist vorher gefahren, weißt du, so ist halt jedem wichtig. Habe ich auch schon gesehen, dass welche bei der Siegerehrung schon weg waren. Genau. Es gibt da verschiedene Gründe, ne? Manche Leute müssen halt 400, 500 Kilometer fahren, für die wollen halt vielleicht lieber eine halbe Stunde früher da sein. Aber ich finde halt, wenn man den ganzen Tag irgendwo hinfährt und man hat ein Ziel und zwar das Hobby und das verbindet einen, da freut man sich drüber. Und es gibt auch einen Haufen Leute, die ja letztendlich das organisieren, wie wir zum Beispiel. Es ist auch schön zu sehen, dass das halt angenommen wird und alle bis zum Ende bleiben. Und das fand ich halt toll. Das ist für mich so, klar, Fairness. Fairness, hm? Ich werde gerade angerufen. Fairness war auch ein guter Aspekt. Fairness fand ich auch sehr, sehr wichtig. Ist mir auch echt, obwohl auch viele Leute, die zum ersten Mal da waren. Also wir haben viele neue Gesichter kennengelernt, die noch nicht da waren. Und auch bei denen war das echt top, super freundliche Leute, spaßige Leute, sehr angenehm. Wie alle in AWS eigentlich. Ich kenne kaum welche, die nicht spaßig sind. Sehr, sehr wenige. Ja. Also man denkt das halt, Turnier, man kloppt halt, es gibt ja schon diese Regel, Nazis und Fanatiker. Ne? Ist das jetzt ein halber Zoll, ist das kein halber Zoll? Oder ja. Die Leute, die würfeln einfach schnell und man kann nicht richtig mitfolgen. Und so, ja, ne? Das gibt alles. Das gibt halt schon. Das fand ich bei einem Raul so geil. Der Raul hat beim ersten Spiel gegen Stratos gespielt und er hat dann zu ihm gesagt, hier du, wir spielen zusammen und du musst mir immer sagen, welche Würfel du jetzt machst und für was. Und wenn du würfelst, dann sag mir auch auf was und wie viele Würfel. Ich will mitfiebern, ich will immer sehen, was passiert und so. Richtig geil. Super sympathischer Kerl, dieser Raul. Und beim Stratos weiß ich nicht, wie das ankam, aber ich glaube, schlimm halt. Ach, nicht. Der ist aber auch ganz locker. Ja, Raul ist halt so ein sehr, sehr lockerer Typ. Und Raul ist halt zum ersten Mal dabei gewesen, aber es war halt ziemlich witzig, das zu sehen. Also vom Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber als ich im Bett lag, bam, Alter, ich war Schlaß kaputt. Ich war am Sonntag schon fix und fertig. Ich auch. Nur gegrillt nochmal kurz, dann nur gepennt. Ja. Da ging gar nichts. Das denkt man halt gar nicht, wie das einen schlaucht. Ne? Montags bis freitags arbeiten, dann Freitagabend alles vorbereiten, in die Puppen, nachts 4 Stunden geschlafen. Zum Diesmal haben wir zum ersten Mal die Battleplans nicht nachts vorbereitet, ja, sondern... Aber da ist noch ein richtig Stück Last weggefallen, ja, bei mir. Ist auch. Es ist ja nicht nur so, dass man nur den Freitagabend vorbereitet hat. Wir müssen ja im Vorfeld schon immer alles gucken, überprüfen, am Mädelsein sammeln, Sachen hochladen. Aber, und das Coole ist dabei, das ist wert, weil es unheimlich viel Spaß macht. Und es ist auch unheimlich geil, so viele Leute zu sehen, denen das halt gefällt. Hm. Und auch immer macht es doch echt, da macht es noch viel mehr Spaß, sich noch ein bisschen mehr einzubringen, um noch coolere Sachen irgendwie sich zu überlegen. Ach, wir haben ja zum Beispiel, fällt mir gerade dabei ein, die haben noch gar nicht über unsere Hausregeln diskutiert. Ja. Die wurden ja vom Manu mehr oder weniger mal ins Leben gerufen. Hm. Und wir haben diesmal Hausregeln gehabt, dass 4 Zoll im Umkreis von einem Objekt. Die Lebenspunkte ist ja bei uns schon immer so gewesen, aber wenn er von 4 Zoll die Lebenspunkte zählen, wer einer von 4 Zoll mehr Lebenspunkte hat, hat das Objekt. Manu hat aber noch eine neue Hausregel, die wollte ihn probieren. Und zwar, dass Einheiten, die sich aus dem Nahkampf beispielsweise zurückziehen, die eine Rückwärtsbewegung machen und fliehen, wenn man das so interpretiert, gibt natürlich auch taktische Rückzüge, aber wenn man sie erst in der Linie so interpretiert, dass sie halt fliehen, dann zählen die Lebenspunkte von den Einheiten nicht bei der Kontrolle eines Objektes. Für diesen Zug. Für diesen Zug, ja. Habe ich ja wieder Feuer bekommen. Feuer bekommen? Von wem? Vom Bruder Herz. Der hat richtig schön erstmal voll Gas gegeben. Aber ich habe coole Sachen darüber gehört. Also ist halt immer diese Schwierigkeit, welche Regeln findet man cool, welche nicht cool. Ich glaube, manche Armeen werden auch davon bevorzugt, manche eher ein bisschen benachteiligt. Aber im Großen und Ganzen habe ich von keinem Feuer gekriegt. Ich habe kein Feuer gekriegt, dass die Regeln so scheiße waren. Ob ich es beim nächsten Mal wieder so machen, weiß ich nicht. Müssen wir jetzt überlegen. Immer überlegen. Aber wir überlegen immer gerne mal Sachen, die wir mal ausprobieren. Gerade du bekommst ja immer viel Feedback, auch auf anderen Turnieren, wie es da so ist und was da halt so stört. Hm. Und GW legt die Regeln ja prinzipiell immer nicht so aus, als ob sie super kompetitiv sein sollen, auch wenn sie es versuchen.
Das stimmt, oftmals ist das immer in Theorie immer ein bisschen anders als in der Praxis. Außerdem wollen sie den Spielern selber ein bisschen Raum geben, um da seine Kreativität freien Raum zu lassen. Finde ich schon. Die haben da, glaube ich, mal sogar eine Seite gehabt, in Jones Handbook, dass man sich eigene Regeln hinzu ausdenken kann. Mhm. Aber ist schwierig. Also wenn man sich die kompetitiven Regeln von GW anguckt, da zählt ja die Bemalung schon mehr Punkte als ein Spielsieg. Ja. Naja, ist nicht so wichtig. Das stimmt. Haben wir noch irgendwas vom Turnier, oder? Also Westuffeln kommen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder. Das war von unserer Seite, ist halt ein bisschen außerhalb von Kassel. Also ich musste selber erstmal googeln, wo das ist. Ich wusste es auch nicht, aber man kann da schon gut hinfahren. Das war jetzt kein Problem. Ich weiß nicht, was für eine Verlängerung der Strecke das ist. Wenn man vorher nach Velmar gefahren ist, dann nach Westuffeln, waren vielleicht 10 Minuten mehr oder so. Das stört die meisten Leute jetzt eh nicht. Fliegen auch nächstes Mal die Leute. Stimmt, wir haben Kalden ja herzlich willkommen im Flughafen. Kassel-Kalden. Vielleicht kann man ja von Dortmund zum Beispiel hoch und runter. Einmal die Woche, da müssen sie aber eine Woche vorher anreisen, weil die fliegen ja nur zweimal die Woche oder so. Einmal hoch und runter hüpfen. Das ist gut, da können sie eine Woche Urlaub in Kassel machen. Jawohl, schön Herkules angucken. Kann man empfehlen. Das wäre auch mal in der Zweitagesturnier, da könnt ihr euch echt mal sehen, wie schön Kassel eigentlich ist. Also es hat einen schönen Ort. Das können wir nicht organisieren. Alles, aber es hat einen schönen Ort. Wenn wir ein Zweitagesturnier machen, machen wir danach einen spaßigen Abend mit Mini Paradise. Keine Sightseeing-Tour. Museumsnacht, ne? Museumsnacht. Oh wei. Ja. Wir können ja einfach hier hingehen, dann kann man noch ein bisschen was essen gehen oder ein bisschen fachsimpeln und was trinken gehen. Ja, ja. Haben die Leipziger ja schon vorschlagen, das ist eigentlich eine coole Idee beim Zweitagesturnier, wenn es hier nach ein bisschen irgendwo hingeht oder mir geht in eine Kneipe. Mhm. Oder. Es wäre cool, wenn sowas organisiert angeboten wird. Ich glaube, dann findet es mehr Zuspruch, als wenn man es am Abend direkt sagt. Spontan, ja. Da. Ich glaube, das können wir machen. Wenn wir Zweitagesturnier machen, überlegen wir uns sowas, dass wir alle Leute ein bisschen begeistern können, zu uns zu kommen nach Kassel. In die schöne Hercules City. Was wir gerne machen wollten, ist über die Liste nochmal sprechen. Mhm. Das machen wir heute in diesem Rahmen nicht, weil wir wollten es eigentlich so cool verknüpfen mit dem Laptop und die Listen gleichzeitig auch mal, dass ihr Listen sehen könnt. Wir wollten mal gerne über alle Spieler Listen mal so drüber gehen und die ein bisschen, ich will nicht sagen interpretieren, aber wir wollten einfach mal gucken, was eigentlich Gedanken, richtig geil ist. Gedankengänge von der Liste oder so. Weil da waren, als wir jetzt am Anfang sie zusammen uns angeguckt haben, hast du schon bei vielen Listen so gesagt, so Hut ab. Wir könnten ja auch beim nächsten Mal die Listen vorher als Video analysieren. Ja. Nicht jetzt den Clou der Liste rausarbeiten, aber vielleicht einmal so eine Erwartungshaltung, wie man damit eingeht oder was die Vor- oder Nachteile sind oder welche Armeen gut oder schlecht sind. Irgendwie sowas können wir mal überlegen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ja, mal beim nächsten Mal. Bevor wir jetzt das Video mit den Listen nicht schaffen und wir auch versprechen, was machen wir auf jeden Fall, dass wir beim nächsten Mal ein Preview von den Listen. Ich meine, die sind ja eh alle dann öffentlich zugänglich, kann sich jeder angucken. Dann ist ja eigentlich ganz cool, wenn wir mal so ein bisschen drüber quatschen mit ein paar coolen Zusatzsachen. Das klingt gut, können wir sehen. Wir haben schon 28 Minuten. Ja, wir machen jetzt auch bald einen Cut. Dann machen wir lieber nochmal einen Push-Roll oder so. Und schnell. Ich weiß nicht, was ich mit dem Turnier sagen will. Wir freuen uns einfach nur auf unser nächstes. Ich freue mich auf die ich fahre, das kommt jetzt erstmal als erstes. Es wäre cool, wenn ihr mal drunter schreiben könntet in die Kommentare, gerade jetzt die Turnierszenen, Spieler. Ist es cooler, wenn man ein Zweitagesturnier macht oder ein Teamturnier? Hm. Oder ein Zweitages-Teamturnier? Ja, das will ich nicht. Das willst du nicht? Dann gibt es die Option gar nicht. Erstmal nicht. Option 1, wir veranstalten ein ganz normales Turnier, ein Tagesturnier. Option 2, wir veranstalten ein Teamturnier. 1000 Punkte, 2000 Punkte pro Team, 3 Spiele an einem Tag. Und Option 3 ist, wir machen ein 2-Tages-Turnier mit 5 Spielen. Hm. 3 am Samstag, 2 am Sonntag, weil dann darf man den Sonntag jetzt auch nicht so lange übertreiben, dass das bis in die Puppen geht. Dann soll ein bisschen früher Schluss sein, damit alle auch noch zeitig heimkommen. Genau, und nicht bis Mitternacht auf der Autobahn unterwegs sind. Das fehlt auch noch. So viel dazu. Ebenfalls würden wir euch immer gerne einladen für Diskussionen zu unseren Turnierregeln, weil wir wollen natürlich da auch die coolsten und besten und fairsten Regeln für alle haben. Wir sind da jetzt auch keine kreativen Menschen, die sich mal einen Abend verkriechen und irgendwelche coolen Regeln überlegen, sondern wir machen auch einmal nur aus Erfahrungen, die wir gesammelt haben und aus dem Blickwinkel, die wir denken, dass das irgendwie am fairsten gerade vom Spieldesign ist. Für alle Fraktionen. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis für alle Fraktionen. So erstellen wir bisher die Turnierregeln. Und wenn da irgendjemand eine geile Überlegung hat, dann
immer raus damit. Wir sind ja sehr, sehr offen und sehr flexibel, weil wir wollen einfach nur für alle die coolsten und vielleicht wie so eine Art Standard mit allen gemeinsam in der Turnierszene entwickeln und etablieren. Das muss jetzt kein Mini-Paradise-Pack sein, ist mir eigentlich egal. Mir geht es einfach darum, dass wir uns gemeinsam alle an einem Strang ziehen und coole Sachen entwickeln, wo alle den meisten Zuspruch für haben. Und ebenfalls, auch das war eine Kritik, die Punktematrix bei uns. Also Kritik nicht, weil es alle ziemlich, ist das eine faire Methode gewesen, aber das hat Potenzial, glaube ich, noch, was man verbessern kann. Wir haben ja eine prozentuale Verteilung. Manu hat gegen mich 30-10 gewonnen, dann hat er 75% der Punkte bekommen, das heißt, er bekommt 75 Punkte und nicht 25. Und zusätzlich hat bei uns jeder Gewinner 1.040 Punkte bekommen, also der Manu ist 1.075 und ich hätte halt 25, da ist die Diskrepanz recht groß. Aber wir wollen halt auch einen Sieger belohnen, das war halt dieser Anreiz dafür. Weil es dürfte halt niemals sein, nur weil jemand zweimal sehr hoch gewinnt und einmal knapp verliert, dass er damit besser bewertet wird als jemand, der dreimal knapp gewinnt. Für dich. Aber richtig. Da bin ich ehrlich, schwierig. Da sind wir noch ein bisschen auf der Suche nach der perfekten mathematischen Formel, die das fairste Ergebnis ermittelt, obwohl es das bei 40 Spielen, glaube ich, eh fast niemals geben kann. Da wird irgendeiner sehr, sehr schwierig, da was Gutes zu finden, finde ich. Dann sagt da irgendeiner immer irgendwas. Ganz genau. 100-0 ist auch blöd, da war das. Jetzt haben wir 80-20 gemacht. Müssen wir uns mal was überlegen. Ja, wenn wir es klug ist, brauchen wir wieder. Bei den Pokalen wird es bei uns dann anders sein, weil dann kriegt man Pokale abhängig davon, wie viele Pokale der andere hat. Ja, da gibt es so einen Schlüssel, der liegt da drüber. Wie gut ist dein Gegner und wie hast du gegen den gespielt und deswegen kriegst du dann anteilig Punkte dazu zu deinem Kontenrechner, aber nicht. Aber das wird beim nächsten Mal irgendwann mal in Ruhe besprochen. Cool, Manu. Schicket, sagt der Kerl. Dann schicket's jetzt auch. Das war's von unserer Seite. Zur Turnier-Nachbesprechung. Turnier-Nachbesprechung. War auf jeden Fall super, 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 super geil. Das machen wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne wieder. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf alle Leute, die da waren und die wir beim nächsten Mal auch wieder begrüßen dürfen. Und wir würden uns natürlich auch freuen, die Gesichter immer mal wieder zu sehen. Die kommen wieder. Das hoffe ich. Wir geben uns auch die größte Mühe, dass das auch auf jeden Fall auch passiert. Dann war es das von unserer Seite. Wir probieren das beim nächsten Mal mit dem Stream aus. Das wird das Beste. Um da vielleicht auch ein bisschen mehr Regelmäßigkeiten reinzukommen. Das wird richtig gut. Wenn das klappt, das hat richtig Potenzial. Dann seht ihr uns öfter. Ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Das könnt ihr euch aussuchen. Vor allem kannst du dann mal ganz schnell, wenn was eine Neuigkeit ist, bam, rein. Und wenn es nur 10 Minuten sind, voll. Das ist schon cool. Ja. Das wäre cool. Cool wäre es halt auch immer, wenn das so ein bisschen kommunikativ mit euch ist, fände ich persönlich. Ja. Deswegen fände ich das auch, das ist jetzt cool, sollte eigentlich ein Live-Video sein, das ist jetzt eine Aufnahme, die direkt live hochkommt, weil das Live-Video nicht geklappt hat bei unserem scheiß Laptop, der alten Maschine. Mhm. Aber dann wäre es halt schon cooler, wenn wir ein bisschen miteinander mit euch auch in Gespräche kommen können, ja. Um das halt auch ein bisschen direkt einzugehen. Können wir auch viele Fragen dann beantworten, auch live dann. Ja, das wäre um einiges cooler. Was kriegen wir denn? Wir arbeiten da dran. Gut. Ihr lieben Leute, dann bis zum nächsten Mal und nochmal an alle, die da waren, vielen, vielen Dank für den geilen Tag, hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss. Ist noch nicht aus. Okay, hat nicht geklappt.